Hallo, das ist so ein typisches Frühstückmenü, das ich dann normalerweise immer habe. Und was ich probiere, ist immer, ich probiere immer, den Eiweiß hochzuhalten und die Kalorien runterzuhalten. Und ich fange mit dem Apfel an, das sind ca. 200 Gramm. Zwei Eier, die sind ca. 120 Gramm. Dann 250 Gramm Joghurt. Das ist ein ganz normaler Joghurt ohne irgendwelche Früchte oder so drin, ganz normaler Joghurt. Dann haben wir 20 Gramm Haferflocken und 10 Gramm Flachskerner. Und zusammen bringt das Frühstück ca. 540 Kalorien, 35 Gramm Eiweiß, 18,3 Gramm Fett und 60 Gramm Kohlenhydrate. Und natürlich, wenn man jetzt noch mehr abnehmen will, kann man auf die zwei zum Beispiel verzichten. Da hat man immer noch den Apfel. Der bringt auch Ballaststoffe, weil der Grund, warum ich die zwei habe, die geben auch Ballaststoffe. Und wenn man jetzt, aber die bringen auch mit sich Kalorien. Wenn man die auf die verzichtet, hat man den Apfel als Ballaststoff. Da hat man die zwei Eier und den Joghurt alleine, ohne diese zwei Teller da. Und ich werde dann die Details, Kalorien und so weiter, alles unten in der Beschreibung vom Video stellen. Aber das ist jetzt so ein typisches Frühstück. Wie gesagt, das kostet ca. 540 Kalorien, bringt mit sich 35 Gramm Eiweiß. Ich habe so vielleicht 4 oder 5 Mahlzeiten am Tag und ich probiere, dass jede Mahlzeit so ca. 500, 600 Kalorien mit sich bringt und mehr als 30 Gramm Eiweiß mit sich bringt. Ja, das bringt mich auf ca. 2500 bis 3000 Kalorien am Tag. Ich wiege jetzt zum Beispiel 80 Kilo und von daher ist das so ein optimaler Mix für mich.